Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Jing, wenn es denn so ausgesprochen wird. Korrigiert mich bitte gerne in den Kommentaren, weil ich habe absolut keine Ahnung. Wir sind in der letzten Folge einmal im Kreis gelaufen, haben festgestellt, dass wir tatsächlich ganz alleine hier sind, also so wie es aussieht zumindest, außer natürlich den schlafenden König, nenne ich ihn mal. Und wir haben gesagt, wir gucken mal in dieser Folge, was sich hier im mittleren Raum befindet. Spitzhacke wäre natürlich nicht schlecht. Aber die werden wir immer noch nicht finden. Ja, geh einfach ein bisschen weiter. Ich befürchte allerdings, dass wir da, weil es die Mitte ist, jetzt ist es weg. Och, komm. Dann läuft er da drüber und dann gehen die Sachen kaputt. Sieht man nämlich ganz so aus, dass wir jetzt quasi hier wieder zurückgehen. Ja, aber wir warten jetzt erstmal. Entweder drehen wir uns jetzt tatsächlich einmal im Kreis. Oder wir können erstmal hier in die Mitte reingehen. Weil mittig sind wir bisher noch nirgendwo reingegangen. Gibt es da zufällig irgendwie eine Übersichtskarte, wodurch man wie wo hinkommt? Also mittlerweile verstehe ich gar nichts mehr. Wir sind hier, glaube ich, schon bestimmt zweimal im Kreis gelaufen. Allerdings natürlich immer auf einem Weg in eine Richtung, aber dann doch irgendwie am Ende im Kreis dann wieder am Anfang ausgekommen. Ah, was ist das denn hier? Das ist mal was Neues. Mal schauen, es ist sehr dunkel, ich kann nicht allzu viel erkennen. Da sind zwei Türen, untersuchen. Diese Einkerbungen scheinen eine sehr krude Karte des Königreichs abzubilden. Es wird eine Weile dauern, sie zu entschlüsseln. Ja, untersuch sie trotzdem mal. Das heißt jetzt was? Muss ich hier stehen bleiben? Ich kann auch nicht reinzoomen oder so, ne? Der zoomt jetzt hier raus. Heißt das, ich bin jetzt gleich außerhalb vom Spiel? Was ist das denn hier eigentlich? Achso, da kann man dann das nochmal anzeigen lassen. Oder untersucht er die jetzt gerade, indem er aus dem Bild rauszoomt? Das kann natürlich auch sein. So dieser typische Moment, sag ich mal, in den Filmen. Ich fange an, diese Einkerbungen zu verstehen. Das ist grundsätzlich gut. Ich glaube aber, die wollen uns tatsächlich zeigen, wie das Ganze so von der Karte her ein bisschen aufgebaut ist, ne? Scheint mir so. Also die beiden gehören dann wohl zusammen. Die beiden gehören zusammen. Da gehen wir wohl im Mittleren dann nach oben. Das da unten sagt mir jetzt gerade nichts. Ah doch, nee. Das sind nicht die mit den Kristallen. Okay. Da oben geht es nochmal eine ganz lange Treppe hoch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Treppe ist, die wir runtergegangen sind am Anfang. Das scheint es komplett nach oben zu gehen, oder? Unten ist das, wo wir vorhin gewesen sind. Mit der Schatzkammer. Ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt hier. Links, das sieht dann wieder ganz anders aus. Dann ganz unten ist eine lange Treppe. Das ist, glaube ich, die, die wir ganz... Ja, klar, da ist ja die Tür. Da muss man nämlich auf diese große Tür warten.
Das heißt, Theorie, aber wir sind doch nach links gegangen. Ja gut, wenn wir dann da hochgehen, dann haben wir uns wirklich komplett im Kreis gedreht. Was logisch ist, weil wir waren ja wieder am Anfang. Das ist schon sehr komplex hier, ne? Das muss man denen ja lassen. Also, dann gibt es Wege. Oh, die Karte habe ich freigeschaltet. Ich glaube, ich habe diese Einkerbung endlich entschlüsselt. Der Weg nach oben scheint lang und düster zu sein. Ja, das sehe ich. Ich mache mal da mal einen Screenshot von. Vielleicht kann man das ja so ein bisschen als Übersicht eventuell nutzen. Der König ist unten. Links ist aber, hier unten links ist doch was am Blinken. Wo bin ich denn jetzt nochmal? Ich bin hier, ne? Das heißt, theoretisch müsste ich 1, 2 nach unten. Und dann immer nach links gehen. Und da müsste ich irgendwie nach unten kommen. Frage ist da jetzt die Spitzhacke drin? Wieso kann man hier nicht so eine Map zwischendurch anzeigen lassen? Das finde ich ein bisschen blöd. Da müsste ich auch hin. Nehme ich mal an, also da leuchtet irgendwas. Oh, und da oben kann man wohl viele schöne Edelsteine oder sowas abbauen. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt. Aber da gehe ich nach oben, ne? Komme ich denn da jetzt wieder runter? Ich gehe jetzt eins nach links und durch die Mitte. Dann komme ich nach unten. Und dann muss ich mich immer nach links halten. So, das ist jetzt die ganze Karte, so wie es aussieht. Dann machen wir auch nochmal eben. Oh Gott. Okay. Aber wie komme ich jetzt hier wieder rein oder raus? Untersuchen bringt mir auch nichts mehr. Kann ich da direkt draufklicken? Ich kann noch nicht rein und rauszoomen. Ah, jetzt, wo ich mich bewege. Jetzt geht's wieder. Also, dadurch die nächste Tür und dann immer links halten. Okay. Oh Gott. Ich hätte jetzt gerne die Karte neben mir geöffnet. Das war jetzt doof, dass ich das jetzt nicht mit dem Handy mal eben abfotografiert habe. Das ist schon. Einmal da rein. So, und dann muss ich mich links halten. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da überhaupt hinkomme. Also nach Möglichkeit nach links und dann nach unten. Aber das Problem ist halt, ich habe keine Karte. Ich guck mal eben, ob man. Ne, mit M kann man auch keine Karte holen. Das ist halt sehr, sehr schade. Also eine Karte wäre natürlich schon gut. Es wäre natürlich super, wenn man, ja, zum Beispiel jetzt, wo man das gefunden hat, vielleicht dann ab da eine Karte benutzen könnte. Das würde ich mal so Richtung Entwickler vielleicht mal rausschicken, weil das wäre doch sehr, sehr, sehr hilfreich, damit man überhaupt sieht, wo man hin will, weil es ist doch sehr nervenaufreibend. Bin ich ganz ehrlich, wenn man die ganze Zeit umherirrt und der sowieso schon so langsam läuft und dann auch noch sagt, ja, ich habe ja ewig Zeit, es gibt keinen Grund, schneller zu laufen. Und ja, dann läuft man in die falsche Richtung und das ist etwas kontraproduktiv dann. So, Moment, in der Richtung waren wir noch nicht, da müssen wir jetzt aber hin. Ja, dann geh auch da durch. Und wir müssen uns nach unten halten. Also daran kann ich mich noch erinnern. Ich sollte öfter mit mir reden. Ja, du kannst auch gern mit mir reden. Habe ich auch kein Problem mit. Aber ich rede auch sehr oft mit mir selber. Ich meine, ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, ich rede mit mir selber, wenn ich im Aufnehmen bin. Aber irgendwie komme ich da schon durch. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man mit sich selber spricht, dass das zwei Dinge bewirkt. Zum einen, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt
erklärt wurde. Aber zum einen soll das wohl davor schützen, dass man verrückt wird in gewissen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, sehr einsam ist oder sowas. Oh, nimm dir das, komm hier hin. Komm her, komm her. Und zum anderen soll das wohl auch von hoher Intelligenz prägen, geprägt sein, wie auch immer. Nimm das, komm, nimm das. Brav. Ein besonderer Feuerstein mit Zweien kann ich zu Hause ein Feuer entfachen. So, spätestens hier hört es jetzt für mich schon wieder auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier links runter muss oder ob ich jetzt da durch die Tür gemusst hätte. Aber da das hier so runter geht, nehme ich mal an, dass man dann auch insgesamt weiter runter geht. Ich bin mir nicht sicher. Ich sage, eine Karte wäre ganz gut jetzt gewesen. Das sieht aus wie der Eingang zu einem dunklen und einsamen Ort. Genau das, was ich brauche. Nee, genau das, was du nicht brauchst. Du bist schon depressiv genug, habe ich das Gefühl. Hallo? So, hier geht's aber auf jeden Fall weiter runter. Das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, ich müsste von hier aus aufheben, aufheben, aufheben. Ein kleiner Brocken Kohle. Diesmal kommst du da nicht dran vorbei. Das habe ich gesehen. 3 Türen. Welche werde ich wählen? Ich nehme mal die mittlere, keine Ahnung. Ich habe absolut null Plan. Da bin ich aber wieder auf der gleichen Höhe, ne? Nehmen wir mal die linke. Hallo, du sollst da hingehen. Ja, da geht es zumindest tiefer. Nehmen wir mal den Weg. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, warum das Ganze mit Walking Simulator bezeichnet wurde bei Steam. So, mal gucken. Ah, da kommen wir jetzt ein Stück runter. Frage ist nur, kommen wir nicht zu sehr an unserem Ziel vorbei? Halt, geh wieder zurück. Geh zurück. So, 10-mal, sehr schön. Boah, dieses ewige Drehen und dann in die falsche Richtung gucken, ne? Ich habe das Gefühl, seine Augen sind irgendwie noch gelber geworden seit der letzten Folge. Hä? Ist jetzt schon wieder was runtergefallen? Jetzt laufe ich aber nicht nochmal hoch. Oh, das ist gemein. Das ist zu. Aber da kommen wir doch jetzt wieder hoch. Besonderer Feuerstein. Jetzt hat er 2 Feuersteine. Das ist gut. Ja, mit einer Hacke könnte er das wahrscheinlich jetzt machen, denke ich mal. Aber da ich nirgendwo eine Hacke finde. Ist das natürlich problematisch. Was haben wir, warte, 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 warte. Was haben wir denn hier? Nein, nicht Raum betreten. Ja, genau. Kohle. Okay. Tja, ich sag jedes Mal, ich bin gespannt, wenn ich woanders reinkomme und dann komme ich doch wieder in irgend so einen komischen Raum, wo es alles gleich aussieht. Super. Ganz toll. Das ist genau das, was wir brauchen. Dann gehen wir mal zum mittleren Raum. Ansonsten müssen wir halt wieder komplett zurück. Och nee, jetzt gehen wir wieder hoch. Ich gucke mir gleich den Screenshot an. Das ist doch doof.
Gastroraum betreten. Sind wir jetzt links oder durch die Mitte gegangen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ach so, ja. Oder kann ich das? Ah, mit Rechtsklick geht auch. Ah. Da waren wir eben nicht, oder? Nein, 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 nein. Oh. Willst du mich veräppeln? Ich stehe komplett am anderen Ende und der rennt da rein. Ja, du sollst immer noch hier hinkommen. Ach so, er muss krabbeln, ja klar. Was macht der jetzt? Hallo? Du sollst immer noch hier rein? Können wir durch das Wasser durch? Das ist jetzt die Frage. Na, doch, er scheint aber da durch zu können. Ich probiere es erstmal hier. Weil das ist in der Tat irgendwie, ja. Ja, du musst auch da durch. Ich weiß. Probieren wir erstmal hier. Wobei wir jetzt, glaube ich, ganz nach links gehen, wo wir gar nicht hin wollen. Das ist halt das Problem. Och, jetzt sind wir nicht ernsthaft wieder da, oder? Oh, dann nehmen wir mal den mittleren Raum. Da geht's wieder hoch. Heb das auf. 12 Mal Kohle. Ich werde nie wieder zurückfinden, aber Hauptsache, ich habe jetzt Kohle, um an die Wände zu malen. Ich werde wirklich nie wieder zurückfinden. Ich werde wahrscheinlich auch niemals den Raum finden, den ich eigentlich suche. Also wo das so ein Blinken war. Oh, nehmen wir erstmal den ersten Raum. Weil da geht es ja wieder runter und nach links. Wir wollen ja eigentlich gar nicht nach links, glaube ich. Ich meine, wir müssten ja eigentlich schon lange da sein, ungefähr, wo wir hinwollen. Oh, jetzt ist hier wieder ein Kristall und den können wir wieder nicht. Oh, aber ich gehe trotzdem mal eben gucken, was er sagt. Sieht mir aber wirklich nach einem Kristall aus. Irgendwie so ein dunkler Kristall. Halt. Da war nichts zum Aufheben, aber Hauptsache, du hast was gefunden. Das ist gut. Hallo. Hacken, ja. Ja, dann halt nicht. Ich habe das Gefühl, diese düstere Umgebung hat sich uns jetzt angepasst. Ich meine, klar, wir sind ein Schatten. Natürlich sind wir dann dunkel, ne? Aber... Nur die gelben Augen, die irritieren mich irgendwie. Nein, halt, stopp. Da oben liegt noch was. Das müssen wir uns vorher mal eben mitnehmen. Es tut mir wirklich leid. Mir geht das auch etwas auf die Nerven jetzt hier mit der Gehgeschwindigkeit. Aber ich muss alles einsammeln, was ich finde. Und das habe ich leider übersehen, als ich da oben war.
Zack. So, jetzt wieder runter. Hallo. I'm broken. La 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 la. Ach ja, ach ja. Man darf sich seine gute Laune nicht nehmen lassen. Jetzt geh doch einfach mal hier hin. Und da rein. So. Ich höre das Geräusch fließenden Wassers. Das ist toll, aber du kriegst das Ding nicht weg. Es sei denn, du kannst es wegschieben. Nein, nein, nein. Hörst du auf? Ich klicke hier die ganze Zeit drauf und er geht zurück. Was soll das? Jetzt komm hier endlich rum. Ah, er kann es schieben, okay. Wasser. Aber ich habe nichts, womit ich das mitnehmen kann. Ich frage mich, wo das Wasser wohl hinfließt. Ja, wahrscheinlich dahin, wo wir eben waren. Haha. Oh, kann man das aber... Ja, nehmen kann ich es nicht, ne? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, wir kamen von hier, oder? Nee, wir kamen von oben. Rechts, das war quasi eine Sackgasse. Meine ich. Ich habe keine Ahnung. Also das ist jetzt schon so... verworren. Also bis zum König war ja noch einfach, aber dann so drei Räume weiter oder so habe ich dann irgendwann aufgegeben. Das ist echt, also ich finde es echt schade, dass man da keine Karte hat. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ja, da steht halt nur, Laufbefehle ist alles schön und gut. Hier steht Laufen, Klicken und Halten. Das versuche ich schon die ganze Zeit. Funktioniert nicht. Laufen lassen, Doppelklick. Mache ich? Ach so. Ach, mit Laufen meinen die einfach nur gehen. Okay. Aber wie ihr seht, also man kann ja auch nichts anderes mehr machen. Laufbefehle, weiß ich nicht, was das jetzt sein soll. Keine Ahnung. Ja, aber... es ist nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Das weiß ich schon wieder nicht, von wo wir jetzt eigentlich gekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt noch einmal hier rein. So. Ach, das war das mit dem Wasser. Ja. Ja, was soll man sagen, ne? Da müssen wir ja eigentlich wieder zurück. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Jetzt sind wir zumindest wieder beim Wasser. Vielleicht ist das ein ganz guter Anhaltspunkt. Ich weiß es nicht. Ich werde... Wo läuft denn jetzt hin hier? Hallo? Ich habe hier hingeklickt, aber okay. Geht jetzt noch da. Kein Thema. Vielleicht finde ich ja irgendwas auf der Karte, weil ich bin ganz ehrlich, ohne Karte ist das hier... Ich komme ja nirgendwo hin. Das ist schön, dass man die Karte entdecken kann und alles. Aber wenn man sie nicht nutzen kann, weil man sie nicht öffnen kann. Ich weiß nicht, ob das dann so zielführend ist. Deswegen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und schau mal, ob ich zumindest diese Stelle mit dem Wasser hier vielleicht finden kann. Damit ich vielleicht ansatzweise zu meinem Zielort kommen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.